Hallo, liebe Füchsefamilie. Willkommen bei Gesund und Lecker mit Fuchsi. In den nächsten Wochen zeigt euch Matthias Retzky von unserem Catering-Partner Cool Pepper leckere Gerichte, die ihr ganz schnell und einfach zu Hause nachkochen könnt. Unterstützung bekommt er von unserem Maskottchen Fuchsi, dem tatkräftig unter die Arme greifen wird. Vielen Dank an unseren Gesundheitspartner, die AOK Nordost, für die Unterstützung. Herzlich willkommen, liebe Füchsefamilie. Auch heute kochen wir für euch wieder aus dem Küchenstudio der AOK Nordost. Vielen Dank an die AOK, dass wir heute wieder Gast sein dürfen. Mein Name ist Matthias Retzky. Ich koche sonst für Cool Pepper Event Catering im VIP-Raum der Füchse für euch. Auch heute habe ich wieder eine Hilfe besorgt. Fuchsi! Willkommen, Fuchsi. Wir haben viele gesunde Sachen gekocht, oder? Glaubst du nicht auch? Deshalb gibt es heute mal Burger. Jawohl. Aber wir machen einen besonderen Burger, insbesondere für unsere jungen Füchse-Mitglieder. Wir machen Fischstäbchen-Burger. Dazu haben wir Burger-Buns. Dazu machen wir eine Salatsoße mit Apfel, bisschen frischen Salat und grüne Gurke dazu. Das klingt einfach. Wir sind ein eingespieltes Team und ab geht's. Für unseren Burger der etwas anderen Art brauchen wir für 4 Personen folgende Zutaten. 12 Fischstäbchen. Auf jeden Burger kommen 3. 4 Burger-Buns. Welche Sorte ihr dabei nehmt, ist euch überlassen. Grüne Salatblätter. 200 Gramm Salatcreme. Ein roter Apfel. Der gibt dem Burger das gewisse Extra. Eine Salatgurke. Und eine rote Zwiebel. So, Fuchsi, während ich die Salatsoße anrühre und die Burger-Buns kurz in den Toaster packe, kannst du ja schon mal die Fischstäbchen backen. Während Fuchsi die Fischstäbchen in die Pfanne gibt, schneidet Matthias schon mal die Gurke, den Apfel und die Zwiebeln in kleine Stücke. Fuchsi hat wie immer seinen Spaß. Na, welchen Song Fuchsi da wohl gerade im Kopf hat? Fuchsi, wenn du möchtest, kannst du unsere Salatcreme mit der frischen Kresse, den Apfel und die Gurke schon einmal schön verrühren. So, wenn du möchtest, kannst du hier schon mal ein Salatblatt auflegen. Nur zu, ein bisschen helfen, Fuchsi. Super! Und dann... Hopp. Ja, das gehört dazu zur Improvisation. Dann machen wir noch ein Blatt. Fertig ist unser Burger. Mmh, lecker. So, vielen Dank, Fuchsi. Ihr Lieben, ihr habt gesehen, mit wenig Aufwand und wirklich in rasant schneller Zeit haben wir einen tollen Fischstäbchenburger gemacht. Bleibt gesund, guten Appetit, bis bald. Wie bist du denn, Fuchsi? So, meinst du, so kann man da rein?